Oh, sieh dir dieses niedliche kleine Kerlchen an. Du weißt sicher, dass es ein Biber ist, aber du weißt wohl nicht, dass der Schleim, mit dem sie ihr Revier markieren, auch für die Lebensmittelproduktion verwendet werden kann. In der Wissenschaft wird dieser Schleim Bibergeil genannt und diese Substanz hat ein ausgeprägtes Moschus-Vanille-Aroma. Stell dir vor, eine Gruppe von Nahrungsmittelforschern hat ihn entdeckt und denkt sich, hey, warum bauen wir den Biberschleim nicht in ein paar Rezepte ein? Ja, Bro, coole Idee, das riecht süß und wir können es in Eiscreme, Desserts und so weiter einarbeiten. In der Tat wird es schon seit Jahrhunderten verwendet, zum Beispiel in der Medizin, im Parfüm und in Aromen, aber in letzter Zeit nicht mehr so oft. Echte Vanille ist inzwischen ziemlich selten und sogar vom Aussterben bedroht. Aber das Aroma, das unter dem Hintern eines Bibers entsteht... Ach ja, das habe ich nicht gesagt. Dieser Schleim ist oft eine Mischung aus Drüsensekret und Urin. Ein Erdbeereis bitte. Weißt du noch, wie du im Sandkasten Sandkuchen gebacken hast? Ja, du hast damals bestimmt mindestens einmal etwas Sand verschluckt. Nun... Wenn du diese unvorsichtigen Tage jetzt als Erwachsener nacherleben willst, musst du zu Wendy's gehen. Man munkelt, dass sie Sand als Anti-Klumpmittel für ihr Chili verwenden. Klingt ziemlich beängstigend, oder? Schauen wir mal genauer hin und ziehen keine voreiligen Schlüsse. Zunächst einmal, dieses Mittel gegen das Zusammenbacken heißt Siliziumdioxid. Nein, es ist nicht einfach nur Sand, den man am Strand sammelt. Sagen wir mal, Sand ist nur ein anderer Name für Siliziumdioxid. Es hat einen noch viel erschreckenderen Namen. Manche nennen es Glaspulver. Wie dem auch sei, es wird verwendet, um die Haltbarkeit von Chili zu verlängern und zu verhindern, dass es verklumpt, damit die Textur perfekt bleibt. Siliziumdioxid wird häufig in Backmischungen auf Mehlbasis und sogar in Kosmetika verwendet. Im Gegensatz zu seinem auf Vanille basierenden Gegenstück hat es nur einen einschüchternden Namen und ein ziemlich breites Anwendungsspektrum von Zement und Glas bis hin zu Lebensmittelzusatzstoffen. Lass uns über Lanolin sprechen. Nimm eine beliebige Creme, Salbe oder sogar Kaugummi. Richtig, du findest Lanolin dort unter den Inhaltsstoffen. Und jetzt lass uns ein Ratespiel spielen. Woraus besteht Lanolin? Hauptsächlich aus Pflanzen? Aus Schlamm? Oder aus Schafwolle? Diejenigen, die sich für die Optionen A und B entschieden haben, tut mir leid, aber ihr liegt falsch, Leute. Vielleicht erratet ihr es beim nächsten Mal richtig. Diejenigen, die Option C gewählt haben, Glückwunsch! Lanolin wird aus Schafwolle hergestellt. Die Schafe haben nämlich Talgdrüsen, die eine Art Wollwachs produzieren. Dank dieser Substanz weisen die Schafe Wasser ab und bleiben trocken. Um dieses Wollwachs zu gewinnen, muss man die Schafwolle zunächst abschneiden und durch eine Zentrifuge laufen lassen. Dort wird das Öl von den Haaren und all den anderen Dingen getrennt. Aber mal ehrlich, ich werde Kaugummi nie wieder kauen. Einige gruselige Dinge im Essen können tatsächlich von der FDA, aka amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde, genehmigt werden. So seltsam es auch klingen mag, die FDA ist mit 30 oder mehr Insektenteilen pro Schokoladentafel einverstanden. Willst du mehr wissen? Na gut, wie wäre es mit Nagetierhaaren in deiner Erdnussbutter? Lecker! Obwohl Erdnussbutter eines der am besten kontrollierten Produkte der FDA ist, sehen sie nichts Schlimmes in ein paar Nagetierhaaren pro Dose. Testen wir jetzt deine Intuition. Ein weiteres Ratespiel für diejenigen, die den Lanolin-Test nicht bestanden haben. Erste Frage. Wie viel Schimmel ist laut FDA in Apfelbutter zulässig? Nicht so viel eigentlich. 12% Schimmel sind akzeptabel. Zweite Frage. Wie viel Schimmel ist für Kirschmarmelade okay? Es wird immer stinkiger, denn 30% Schimmel sind für Kirschmarmelade in Ordnung. Die letzte. Wie wäre es mit schwarzer Johannisbeermarmelade? Bereit? 75% Schimmel ist von der FDA zugelassen. Ach, ich werde kaum jemals weder Erdnussbutter noch Marmelade essen. Nun stell dir vor, du bemerkst plötzlich eine Fliege in deinem Getränk. Schwimmt sie auf dem Rücken? Nein, im Ernst. Trinkst du das Glas aus oder schenkst du dir noch eins ein? Naja, das hängt vom Geschlecht der Fliege ab. Wenn es ein Weibchen ist, wird der Geschmack in ein paar Minuten komisch werden. Wenn eine männliche Fliege in deinem Glas baden will, wird sie das Getränk nicht verderben. Die weiblichen Fliegen haben nämlich bestimmte Pheromone, die für den üblen Geruch verantwortlich sind. Selbst wenn du die Fliege sofort herausfischst, kann das Getränk seinen Geschmack verlieren, da schon ein Nanogramm Pheromon ausreicht. Da du aber wohl nicht in der Lage bist, das Geschlecht der Fliege zu bestimmen, schenk dir lieber gleich ein neues Glas ein.
Ja, eine Fliege im Magen schadet dir zwar nicht, aber es ist irgendwie ekelhaft. Hast du schon einmal Dosenfutter gegessen? Dann hast du wahrscheinlich auch schon ein paar Maden aufgesaugt. Diese Viecher können in allen Arten von Lebensmitteln vorkommen. Tomaten in Dosen? Klar doch. Dosenpilze? Sicher. Maden sind verrückt danach. Sie lieben sie so sehr, dass 20 Maden auf 100 Gramm abgetropften Champignons völlig in Ordnung sind. Tut mir leid, Kumpel, da können wir nichts tun. Akzeptier's einfach. Also, wer liebt Käse nicht? Nun, vielleicht wird dieser Fakt die Zahl der Käsefans deutlich verringern. Erinnerst du dich an das Anti-Klumpen-Mittel, das für Wendy's Chili verwendet wird? Auch Käse kann klumpig werden. Um dies zu verhindern, verwenden die Hersteller Sägemehl. Scherz beiseite, ich spreche nicht von Sägespänen, die bei der Herstellung von Möbeln oder so anfallen, sondern von Zellulose. Nicht mehr als 3,5% der Zellulose in einer Käseportion sind sogar gesundheitlich akzeptabel. Ein wichtiger Disclaimer, Zellulose wird nur für die Herstellung und Verpackung von geschreddertem oder geriebenem Käse verwendet. Wenn du also einen Klumpen Käse kaufst und ihn zu Hause reibst, ist er frei von Zellulose. Jedes Mal, wenn man Brot isst, nimmt man unbewusst auch Menschenhaar oder Entenfedern zu sich. Nun, bei Menschenhaar ist alles ziemlich klar. Es kann versehentlich in einer Bäckerei landen, auch wenn das eigentlich nicht sein sollte. Die Entenfedern sind aber nicht so einfach zu erklären. Wenn ich sage, dass du Haar isst, meine ich damit etwas, das du gar nicht erwartet hast. Für die Brotproduktion in großen Mengen verwenden die Bäckereien oft sogenannte Teigkonditionierer. Diese Zutat macht den Teig weicher, sodass der gesamte Backvorgang viel glatter abläuft. Diese Teigverbesserer enthalten eine Aminosäure namens L-Cystein. Du hast es schon erraten, nicht wahr? Genau, L-Cystein wird entweder aus menschlichem Haar oder aus Entenfedern hergestellt. Etwa 80% des gesamten L-Cysteins wird aus menschlichem Haar erzeugt. McDonald's verwendet jedoch das aus Entenfedern hergestellte. Klingt verrückt. Doch jedes Mal, wenn du einen frisch gebackenen Apfelkuchen oder eine warme Zimtrolle genießt, mampfst du quasi Entenfedern. Okay, was haben Kartoffelchips und Waschmittel gemeinsam? Beide enthalten Reinigungsmittel. Nein, du kannst nicht mit Kartoffelchips Toiletten reinigen und Waschmittel als Snack verwenden, aber beide Produkte enthalten Natriumbisulfid. In der Tat ist es ein recht harmloser Inhaltsstoff. Es gibt viele Anwendungsbereiche. Man verwendet es für die Papier-, Leder- und Farbstoffproduktion. Und es ist ein hervorragendes Konservierungsmittel für Lebensmittel. Es verlängert die Haltbarkeitsdauer von Snacks und lässt außerdem die Chips appetitlicher erscheinen, da es Verfärbungen verhindert. Wenn man Wackelpudding isst, kann es sein, dass man gleichzeitig auch Schweinefleisch isst. Für die Herstellung von Gelatine braucht man nämlich Kollagen und die Hersteller verwenden dafür meistens Schweineschwarten. Allerdings gibt es heute eine große Auswahl an veganer Götterspeise auf dem Markt. Agar-Agar ist eine Alternative zu Gelatine, die es sogar vollständig ersetzen kann. Es ist zu 100% pflanzlich und wird aus Meeresalgen hergestellt. Wenn wir in der Zeit zurückreisen könnten, würdest du dich wundern, wenn du Pommes frites mit Ketchup bestellen würdest. Der Ketchup, an den wir gewöhnt sind, ist so modifiziert, dass er eigentlich nichts mehr mit dem ursprünglichen Ketchup-Rezept zu tun hat. Es gab viele Variationen und es gibt einige Theorien über die Etymologie des Wortes Ketchup. Ich erzähle dir jetzt mal von einer davon. Sag mir, wenn du die schon gehört hast. Einige Experten glauben, dass Ketchup aus China stammt. Die Chinesen mischten eingelegten Fisch und Gewürze und nannten es Keijia, was eigentlich Salzlake von eingelegtem Fisch bedeutet. Die erste mehr oder weniger moderne Version erschien im Jahr 1817 und enthielt Sardellen. In den 1850er Jahren verschwanden die Sardellen aus dem Rezept. Also Petri Heil,